Spruch. Hast ja noch eine Stunde Zeit, dir jetzt an zu überlegen fürs Ende. Ja, genau. Das heißt aber, ich würde dir eine Stunde nicht zuhören. Also alles wie immer. Alles wie immer eigentlich. DAW-Versteher, dein Podcast im Recording-Blog mit Björn und Jonas. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer weiteren Folge der DAW-Versteher. Heute mal nicht aus den schönen Hallen des Storia Mastering Studios in Holtwig, sondern aus dem Prinzipalstudio in Ottmarsbocholt. Wir sind heute zu Gast bei den Freunden vom Prinzipalstudio und an meiner Seite ist nichtsdestotrotz der unverwechselbar wunderschöne und toll ausgestattete, mit einem fantastischen Hemd ausgestattete, Björn Schlüter, die goldenen Ohren von Holtwig. Oh Mensch, da muss ich ja direkt wieder fast vor Freude, nein, natürlich freue ich mich, dass wir heute... Ein bisschen rot geworden, hast du gemerkt? Ja, das macht er nicht hier. Ne? Wir freuen uns natürlich super, super, super sehr, hier zu Gast zu sein in den Prinzipalstudios, in den legendären Prinzipalstudios. Und der Jonas hat natürlich auch den Weg aus Münster-Wolbeck gefunden hierher. Hat auch Quarkbällchen mitgebracht. Ja, die haben wir natürlich schon professionell verspeist, neben vielen anderen Dingen. Aber nichtsdestotrotz ein warm welcome, sagt ja der Engländer, für unseren lieben Freund Jonas Wagner. Welcome. Und als Überraschung für den heutigen Podcast, wir haben es ja letztes Mal schon angekündigt, nicht nur aus diesen Studioräumen hier zu berichten oder uns hier zu melden, sondern wir sind auch tatsächlich live on tape. Das heißt, wir haben hinter der Kamera Publikum sitzen. Mach mal ein bisschen Geräusch. Das heißt, der erste Live-Podcast als quasi als Vorpremiere für unseren Auftritt. Generalprobe. Dann, genau, die Generalprobe für unseren Auftritt dann in Hamburg am 19. Oktober. Ne? 19. Machen wir die Aufzeichnung direkt auf der Studioszene. Und vielleicht habt ihr Lust, dann auch dabei zu sein. Aber jetzt sind wir erstmal hier. Wir haben heute schon den ganzen Tag aufgenommen. Wir stoßen erstmal an mit dem Käffchen hier. Die Tassen haben auch den Weg in ihr Prinzipalstudio gefunden. Auf jeden Fall. Das heißt, Björn hat auf jeden Fall dafür gesorgt, dass die Tassen mitkommen und vor allem, dass auch Käffchen drin ist. Prosit. Das war der Tim. Danke, Tim. Ja, Tim ist der Helfer hier. Yes. Ist aber gestern wie heißt das, wenn man hier einfach mal Praktikanten zum Assistenten aufgestiegen, heute aber wieder zum Zivi umfunktioniert worden. Das heißt, wenn du irgendwann mal planen solltest, in einem Tonstudio einen Job anzunehmen, mach dich darauf gefasst, dass der ein oder andere Titel auf jeden Fall im Rahmen deiner Praktikumszeit dann aufkommt, auf jeden Fall. Und wir haben heute schon aufgenommen. Wir haben heute schon Musik aufgenommen, tatsächlich hier im Studio direkt hinter uns. Hinter der Glasscheibe ist ein großer Aufnahmeraum und Björn hat da Achtel geübt. Die Podcast-Hörer werden sich jetzt fragen, welche Scheibe? Ja, die Scheibe, die hinter mir ist. Achso, für die Podcast-Hörer erkläre ich mal kurz. Wir sitzen hier vor dem großen ehemaligen Pult im Prinzipalstudio in der Regie und hinter uns ist die Scheibe vom großen Aufnahmeraum. Das heißt, wenn ihr mal auf einfach mal euch ein Studio vorstellt und seht, dass da so ein großes Podest, so ein großes Pult aufgebaut ist, dahinter ist ja meist eine Scheibe, wo der Aufnahmeraum ist und die ist in unserem Rücken und für alle bei YouTube, ihr habt es eh gesehen, ne? So viel ist mal sicher. Und die Leute, genau, die hier sitzen, sowieso. Ja, genau, mach mal Geräusch. Ja, ich bin schon mal vor 20.000 Leuten aufgetreten, aber so geil wie heute war es noch nie. Na, man muss auch sagen, es sind nur 18.712, weil ein paar sitzen natürlich auch beim Lagerfeuer draußen. Genau, draußen ist nämlich wunderbares Wetter, während wir hier drinnen schwitzen. 31 Grad, charmante 31 Grad. Beim Schlagzeug aufnehmen heute im Aufnahmeraum 37 Grad. Ja, beim Betreten von Björn des Raumes wurde es direkt schlagartig nochmal 2 Grad wärmer. Das war die Aufregung. Heißer Typ. okay. So kann man oder das war das Angstschweiß bei dir? Auch. Ich wusste ja schon, wir waren ja schon einmal hier. Ja. Ne, vor ein paar Wochen. Vor 2 Wochen ungefähr, genau, da haben wir ja auch eifrig berichtet im letzten. Vor 3 Wochen. Genau, aber wir haben in der letzten Folge haben wir auf jeden Fall darüber gesprochen. Und da wusste ich ja schon so ein bisschen, was auf mich zukommt hier als Schlagzeuger. Aber letztes Mal war ich ja noch vorbereitet, weil da stand der Song ja zumindest. Ne? Also letztes Mal. Ja, so müssen wir erklären, dass wir beim letzten Mal tatsächlich einen fertig arrangierten Song aufgenommen haben. Das heißt, der wurde in Anführungszeichen nur aufgenommen. Ist euch schon mal aufgefallen, dass der im Podcast noch nie so viel in die Kamera geredet hat, wie jetzt schon nach 5 Minuten? Ich bespiele das Publikum. Auf jeden Fall haben wir dieses Mal entschieden, dass wir tatsächlich auch dass wir den Song ja nochmal quasi neu anfassen. Ich habe einen Song geschrieben, den Sommersonnenfänger, den ich schon seit 2 Jahren vor mir herschiebe und habe gedacht, komm, wir nehmen den nochmal mit einem professionellen Produzenten mit an die Hand. Vincent Sorg ist ein Produzent der Spitzenklasse. Professionell auch. Professionell bis zum geht nicht mehr. Und deswegen habe ich mich natürlich sehr gefreut, dass wir dann hier tatsächlich die Möglichkeit haben, mit ihm den Song nochmal anzufassen und den auf ein nächstes Level zu heben. Was aber zur Folge hat, dass der Aufnahmeprozess natürlich nicht so schnell ist, weil man sich natürlich ständig auch Dinge überlegen muss, die dann tatsächlich auch diesen Song noch nach vorne bringen. Genau. Und wenn man, so wie ich, zum Beispiel den Song seit 2 Jahren schon vor sich hin dudelt irgendwie und jetzt
plötzlich Akkordwechsel reinkommen und so weiter. Ich habe so ein bisschen Kopfhine von dem, was heute alles hier passiert ist. Das kreist so ein bisschen in meinem Kopf tatsächlich. Das war auf jeden Fall eine Menge, ne? Also, ja. Sag mal, ich bin heute Morgen hier irgendwann reingestolpert, da wart ihr ja schon so mittendrin im ganzen Prozess. Da waren wir im Songwriting-Prozess. Der Songwriting-Prozess, ja. Ne? Und es war halt super kreativ und ich meine, haben wir ja letztes Mal schon berichtet, Vincent ist super schnell auch in seinen Ideen und in der Umsetzung und so. Aber ich kam auch so die erste halbe Stunde bin ich auch nicht klargekommen, weil ihr von was machen beim Intro zu wo streichen wir jetzt noch was raus, wo ist jetzt das Break, der Break und wo machen wir das? Und ich saß dann nur auf gedacht, scheiße, ich muss da gleich einspielen den Song. Hab mir schon mal so einen Block und Stift hingelegt. Schon mal 17 Achtel aufgemalt. Liegt da vorne noch. Ich habe mir tatsächlich aufgeschrieben, 4 Takte Intro. Mehr habe ich gar nicht aufgeschrieben, weil ich dachte, ich habe es noch nicht verstanden. Ich setze mich jetzt einfach mal hin und mal gucken, was passiert. Und der Rest passiert beim Machen. Ich bin aber ein großer Freund von der Rest passiert vom Machen, weil man dann tatsächlich auch die Möglichkeit hat, natürlich zu scheitern, aber vor allem auch zu gewinnen. Und bei solchen Sachen dürfen immer Dinge passieren. So wie Vincent heute zum Beispiel an einer Stelle gesagt hat, lass mal einfach laufen. Wir starten bei H, lass mal einfach laufen, gucken, was dir einfällt. Und damit war die Line dann im Prinzip schon quasi drin. Darüber habe ich allerdings vergessen, Kaffee zu kochen, was ein bisschen doof war. Aber weil hat der Tim dann, glaube ich, gemacht. Ne? Den hat dann der Assistent alias Zivi Tim dann für uns vorbereitet, beziehungsweise uns dann da einen fantastischen also Kaffee. Mein schönster Kredenz. Moment war eigentlich heute, wo du dann hier beschäftigt warst mit der Basslinie. Ja. Ne? Also Schlagzeug war fertig, dann hast du einen Pilot-Track noch Gitarre aufgenommen, so ein bisschen anders vom Vibe, ja, andere Rhythmik und so. Und dann mit dem Bass wurde es dann scharf und natürlich diese Umstellung, andere Akkorde und so. Ja. Und dann ist irgendwie mittendrin in der Bassaufnahme ist Vincent, der mal kurz, ich geh mal kurz auf Toilette, ging so raus, weiß ich nicht, 10 Minuten oder sowas. Jonas hat in der Zeit die ganze Zeit gedudelt, geübt, gemacht, was spiele ich denn gleich? So, Vincent kam wieder, Jonas hat das Gespräch irgendwie angefangen, wollte irgendwas sagen und Vincent sagt, ja, oder wir nehmen einfach auf. Puh, klick, 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 und er saß da mit seinem Evers. Und so ging das dann ungefähr eine halbe Stunde und irgendwann war dann aber der Moment gekommen, wo du dann befreit warst vom E-Bass für heute. Naja, ne? Halb auf jeden Fall. Es kam der Moment, wo der Track dann tatsächlich voll drin war. Ich hatte ihn also zum ersten Mal weitgehend am Stück gespielt. Und dann sagte Vincent, ach komm, lass doch nochmal probieren ohne Schaumstoff unter den Seiten. Weil für die meisten Leute, die es nicht wissen, ich habe Schaumstoff unter den Seiten drunter. Alte Carol Kay Schule, dass ich einen Schaumstoff drunter habe, damit die Seiten nicht so nachwummern und vor allem Seiten, die man vielleicht so nur berührt hat, dass sie nicht zu lange nachschwingen für falsche Töne und so weiter. Und dann haben wir das Ganze nochmal aufgenommen, aber immerhin hatte ich den Song ja dann schon genügend geübt und konnte ihn dann relativ zügig eindrücken. Und das war wirklich eine Herausforderung. Von daher. Und dann gab's Pizza. Dann gab's Pizza. Das war auch ein Highlight. Genau, die Pizza war auf jeden Fall ein Highlight, weil der örtliche Italiener, ich sag einfach mal Italiener, Pizzadealer, hat es zumindest hingekriegt, den Belag auf den Käse drauf zu machen, weil, was die wenigsten wissen, ist, dass in Italien tatsächlich die Pizza erstmal eine ganz normale Pizza gemacht wird mit Käse drauf und dann kommt der Belag drauf und hier in Deutschland kriegt man halt ganz oft das große Käse-Debakel und also unter dem Käse ist alles drunter versteckt, mehr oder weniger, es sei denn, du hast jetzt eine Pizza Quattro Käse oder Pizza Pommes oder sonst was. Pizza Pommes. Einmal alles mit Hollandaise, ne? Pizza Pommes, schon gesagt. PCM, genau. Aber ja, das ist so. Tatsächlich, die örtlichen Pizzadealer sind doch meistens eher darauf bedacht, die Masse auch vor allem auch nach oben zu bringen. Ja, tatsächlich. Dass man dann so eine Pizza dann auch sehr sättigend empfindet. Ist ja auch gut, der Kunde ist ja zufrieden, aber deswegen unterscheide ich halt immer zwischen Pizzeria und Italiener. Bei einem Italiener kriegst du halt eine italienische Pizza dann auch so serviert, wie du auch in Italien bekommen wirst. Und ich habe tatsächlich mal in Ancona am Hafen in so einer kleinen Klitsche an der Ecke irgendwie, wo du ganz unscheinbar die beste Pizza der Welt gegessen. Mhm. So auf der Handpizza vor allem, wo du so Stücke kriegst und du beißt da rein und denkst so, was ist das denn? Das ist Pizza? Okay, alles klar, ich möchte nie wieder was anderes essen. Ja, ich hatte tatsächlich mal einen ähnlichen Moment am Gardasee. Mhm. Auch irgendwie so ein bisschen weg von der Hauptmeile da, sag ich jetzt mal. Ne? Raus aus Garda. Ja, in so einer kleinen Ecke irgendwie und da war dann ein Restaurant, was so da am Hang runter zum Gardasee lag und du saß quasi auf einer Terrasse, wo du wirklich auf den Gardasee geguckt hast. Okay. Aber da waren maximal, weiß ich nicht, 12 Sitzplätze oder so, ganz kleine Klitsche. Ja. Und da habe ich zum ersten Mal im Leben eine Pizza gegessen, die ja mittlerweile in Deutschland total häufig zu finden ist, mit Parma-Schinken, also mit rohen Schinken und Rucola. Das ist ja mittlerweile auch ziemlich, also zumindest hat jeder. Und dann Parmigiano drüber, oder? Wahrscheinlich. Ja, genau. Ja, aber das ist ja eine relativ beliebte Pizza so geworden, auch bei so Lieferdiensten oder Pizza sowas. Pizza Rucola, ne? Wo man hinterher immer so grüne Reste zwischen den Zähnen hat. Ja, genau. Ne? Wie sagt Atze immer, ne? Ich habe keine Hecke bestellt. Das serviert die mir Hecke.
Genau, also auf jeden Fall heute eine sehr, sehr gute Pizza. Pizza Donno e Cibola. Ne? Ja, immerhin konnten wir unseren Freund Björn Schlüter damit sehr glücklich machen. Sehr glücklich, genau. War sehr, sehr lecker. Ich musste ja heute auch schon körperlich arbeiten. Du musstest tatsächlich arbeiten, weil ich habe gerade schon die Achtel angesprochen. Du hast ja tatsächlich als Drama heute sogar noch was mitgenommen. Ich habe heute richtig was gelernt. Du hast Erfahrung und trotzdem hast du heute mit dem Dreh einer Hand gelernt, dass man auch anders spielen kann. Erzähl mal. Daher kommt, glaube ich, auch der Spruch im Handumdrehen. In Handumdrehen hat der Björn gelernt, ein anderes schon. Ding zu spielen. Ja, ja, kann wohl sein. Ja, es ging um was ganz Stumpfes, ne, um Achtelnoten auf der Hi-Hat. Auf der Hi-Hat. Und die meisten Schlagzeuger oder die da irgendwie sich schon mal mit beschäftigt haben, werden das vermutlich auch so gelernt haben oder so im Kopf haben, bei Achtelnoten eher immer halt die vollen Zählzeiten, also die 1, 2, 3, 4 zu betonen und die Unzählzeiten, also die Achteln dazwischen, sozusagen weniger zu betonen oder halt eben mit einem Rebound zu spielen. Ne? Also das immer dichte, dass der zweite immer so ein bisschen leiser ist. Ganz genau, ne? Also wenn man sich gewisse Musikstile anhört, da ist das auch ganz normal, ne? Alles, was eben ein bisschen filigraner auf der Hi-Hat ist oder sowas, aber so filigran, merkst du was? Ja, ich dachte, also ich war immer eher so der Filigrane, dachte ich. Und jetzt haben wir aber zum ersten Mal, zum einen so, haben wir natürlich mit Vincent Sorg zu tun, der auch filigran kann, aber natürlich eher dafür bekannt ist, die Toten Hosen oder die Donuts oder weiß ich das nicht. Da zitiere ich auch mal den Atze Comic damals, ich kann sehr zärtlich sein, ja, genau. Sehe ich aber keinen Sinn drin. Also man könnte meinen, der Vincent kann natürlich auch sehr, sehr, sehr filigrane Sachen machen und schreiben, aber hier ging es jetzt halt darum, diese acht Noten möglichst, ich sage jetzt mal fast robotermäßig, drumcomputermäßig durchzutreiben und das ging irgendwie, körperlich ging das, aber vom Kopf her halt nicht. Weil deine Hand immer wieder den gelernten klassischen Achtel-Groove machen wollte. Das ist halt, wenn ihr jetzt mit Video zuseht, dann seht es ja, ne, man kennt ja die Haltung, dass man, dass der Arm halt nicht, oder Ellbogen, so halt nicht am Körper liegen, weil dann bist du natürlich klein und eng. Und kommst nicht sondern, so weit rum. Sondern, dass du natürlich eine offene Spielhaltung hast und der Arm mit dem Stick eher unter der Handfläche sozusagen die Verbindung zur Hi-Hat dann macht. Ne? Und du aus dem Handgelenk spielst. Und man natürlich eher aus dem Handgelenk spielt und bloß nicht aus dem ganzen Arm spielt. Ne? Na, dann das kann es so ein langer Arm nämlich werden. Das kann ein ganz langer Arm werden. Ne? Also bei je nach Musikrichtung und Tempo natürlich doppelt lang. Und das Problem ist aber, dass das so gelernt ist, diese Bewegung halt, dieser Downstroke, sagt man ja beim Schlagzeug, also der Schlag nach unten und dann quasi in der nach oben Bewegung. Das Rückprallen des Stockes, den Rebound. Zu nutzen sozusagen, um dann die Unzählzeit, die Achtel dazwischen zu spielen. Ne? Und ich war mir dann total sicher, dass ich das richtig gut gemacht habe schon. Dass das immer besser wurde. Und Vincent hat das Pädagogische auch sehr klug gelöst. Ja, das war schon nicht schlecht. Ja, hat schon viel Schönes. Lass aber nochmal malen. Ich kenne das ja. Das so. Kannst du besser. Das ist auch so einer meiner Lieblingssprüche als in meiner Zweitätigkeit, was ich ja mache als Dirigent. Ja. Ne? Ja, da war schon viel Schönes dran. Lass uns das nochmal versuchen. hat der Vincent pädagogisch sehr wertvoll gelöst, die Situation? Nein, ich wusste ja genau, was er meinte. Das Problem war immer nur, dass die Übersetzung tatsächlich auf die Muskeln, auf die Bewegung halt das Problem war. Ja, weil der Muskelgedächtnis war halt so trainiert. Genau, ne? Bis ich irgendwann kapiert habe, durch Zufall, im letzten oder vorletzten Take, wenn ich den Arm halt nicht in der gelernten Haltung halte, sondern locker vom nah Körper weg, am dann. Körper dran, also den Ellenbogen in den seitlichen Speck eingelassen und einfach diese Bewegung mache. Erstens mal hat man dann nicht so viel Möglichkeiten, unterschiedlich weit auszuholen, also unterschiedlich laut zu spielen. Ja. Und man kommt halt immer aus der gleichen Bewegung, weil man halt diese Upstroke, also diese Rebound-Bewegung dann in der Hand nicht hat. Ja, ja. Das hätte ich halt ungefähr eine halbe Stunde eher gebrauchen können. Wenn du aber morgen beim Duschen dann auf der rechten Seite so einen blauen Fleck findest hier auf der Seite. Nee, alles gut gepolstert. Okay, alles klar. So. Dafür haben wir ja mit Quarkbällchen und Pizza gegengesteuert. Wir Taucher nennen das ja Biopren. Also den Auffüllstoff zwischen Rippen und Außenhaut nennen wir Biopren. Und je nachdem, wie viel Biopren man hat, umso besser ist man geschützt vor kaltem Wasser. Ja, und auch wenn man mit falscher Technik Hi-Hat spielt, wie der Produzent es gerne möchte.
Wir machen ja den Produzenten immer glücklich. Ja, gut, er wird ja schon einen Grund haben, warum er das toll findet. Ne? Und ich als Songwriter habe dann quasi auch nichts dagegen gehabt. Ganz im Gegenteil, es trieb den Song tatsächlich nach vorne. Es war auch wirklich jeder, der im Raum war, hat auch sofort gemerkt, okay, das schiebt schon gut an irgendwie. Obwohl es im Prinzip beides Achtel waren, haben aber die Durchgetriebenen dann doch dafür gesorgt, dass es mehr Schwung hatte. Ich glaube ja, dass die netten Teilnehmer des Workshops hier einfach nur Vincent zugestimmt haben, weil die wollten sich natürlich bei ihm einschleimen. Ich war ja auf der anderen Seite der Scheibe. Ja, also ich glaube, im Nachhinein haben auch viele gesagt, dass das vorher besser war. Ja, muss ja. Das, also wenn ich überlege, es war ja tatsächlich die Geschichte, um die rund zu machen, war ja tatsächlich der Song, den du vor einem Jahr zum ersten Mal seit langer Zeit wieder mal was aufgenommen hast. Da haben wir auch im Podcast drüber gesprochen, genau, ja. über den Track, wo ich nach ziemlich langer Abstinenz mal wieder ein Schlagzeug aufgebaut habe bei mir im Studio. Genau. Und danach Lust hat es endlich mal wieder zu spielen. Wieder zu spielen und seitdem ja auch wieder vermehrt so Remote-Productions dann gemacht habe. Ne? Und es war tatsächlich, wenn ich das übertragen darf. Ja, Moment. Ja, ich bin Initial Moment. Ja, fertig. Ja gut, das ist ja normal, dass du mich mal so lange reden lässt. Überhaupt. Ja, das ist verrückt, ne? Man merkt, du bist schon müde. Ja. Sonst nehmen wir immer morgens auf. Ich lasse nach. Ja, sonst nehmen wir ja morgens auf. Ne? Nach dem 17. Kaffee des Morgens. Und dem 15. Quarkbällchen. Genau. Aber was wolltest du denn sagen, mein lieber Freund? Nee, ich wollte einfach nur sagen, dass das ein Moment war, der ausgelöst hat, dass ich wieder Lust an Schlagzeug zu spielen. Ja, den wollte ich nämlich aufnehmen, weil als wir vor drei Wochen diesen Workshop hier schon hatten, dann sind die Leute nach dem Workshop nach Hause gefahren und haben mir hinterher berichtet, ich war vor dem Workshop so ein bisschen durch mit DAW produzieren und so weiter, weil ich nicht vorangekommen bin. Und ich bin nach Hause gekommen und hatte sofort richtig Bock, mich an die DAW zu setzen und mal wieder was zu machen mit den ganzen Eindrücken, die wir hier aus dem Studio mitgenommen haben. Von daher war das auch so ein schönes Ding, wo ich mich gefreut habe, einfach wieder Lust zu machen, weil letztendlich natürlich zeige ich in meinen ganzen Videos immer, wie es geht, aber meine Kernaussage ist einfach, die Lust zu wecken, sich vor die DAW zu setzen, auszuprobieren, Musik zu machen und hinterher was in der Hand zu halten, also zumindest akustisch virtuell in der Hand zu halten, wo man sagen kann, hier habe ich gemacht, finde ich gut, bin ich stolz drauf. Ne? Ja, und der Unterschied ist natürlich auch, dass wenn du jetzt alleine hockst, das werdet ihr hoffentlich dann irgendwie, also ihr hier im Raum, Entschuldigung. Die Audience. Genau, die Audience, werdet das ja vermutlich hoffentlich dann auch so sehen, wenn du alleine vor deinem Bildschirm sitzt und du kannst noch so einen guten Lehrer haben, Kurs, YouTube-Videos, was auch immer. Aber wenn du irgendwo bist, wo du dann auch so, ich fand das, als ich zum letzten Mal hier reinkommen bin, ich war ja zum letzten Mal auch das erste Mal hier in dem Prinzipalschulhaus, dieser Ort hat natürlich auch irgendwie einen gewissen Vibe so. Der atmet, ja, ne? Genau. Also das ist jetzt kein Studio von 2022, ne? Technisch mit Sicherheit. Ja, ja, technisch, ne? Also, absolut. Also die technische Aufmachung mit Sicherheit. Aber natürlich so die Räume, nicht, dass das jetzt hier irgendwie abgerockt oder ranzig ist. Nein, aber schon, es hat so einen gewissen, eher so einen 90er-Vibe alles. Ne? So von einer Inneneinrichtung, so wie es gemacht ist, so wie es gebaut ist. Mit leichtem Hang zu den 80ern. Ja, genau. Da kommt es ja auch her. Und irgendwie, es schreit halt irgendwie alles hier so nach Rock'n'Roll. Aber gleichzeitig gehst du halt hier hinten raus und bist so mitten in der Natur, ne? Bei tollem Wetter, da ist eine riesige Terrasse, wo du total entspannt sitzen kannst, Käffchen trinken kannst oder so, ne? Das hat schon irgendwie was, die Chill-Out-Area, ne? Wenn man so möchte, genau. Und wenn du, beim letzten Mal bin ich ja relativ schnell nachdem wir die Drums aufgenommen haben, bin ich ja wieder verduftet. Ne? Genau, da musste ich ein bisschen was tun noch. Und heute habe ich gesagt, ja komm, weil wir jetzt auch den Podcast hier heute Abend aufnehmen, war ich jetzt den ganzen Tag hier und habe auch einfach hier mitgesessen, habe zwischendurch unqualifizierte Kommentare abgegeben, ne, was man so macht. Nein, natürlich nicht, also schon, aber auch andere Sachen. Er war vorher ziemlich genervt, aber als ich ihn da mit Pizza vollgestopft habe, ging's wieder. Genau, also ich wurde bestochen. Mit alkoholfreiem Bier, Pizza und Kaffee. Genau. Ich fand das total spannend, so einfach nur dabei zu sein, auch wenn man jetzt natürlich nicht irgendwie so 10 Stunden konzentriert, glaube ich, so alles aufsaugen kann, aber so einfach nur, wenn man so zwischen den Zeilen, was auch Vincent von sich gibt, wie er dann arbeitet, so, das ist so wertvoll, das kannst du aus keinem Video so rausziehen. Wie er kommuniziert vor allem, das ist das, ne? Und ich habe es beim letzten Mal ja schon gesagt, man merkt quasi gar nicht, dass man aufnimmt, weil immer irgendwie die Aufnahmetaste schon läuft. Vincent, ne? lass doch mal aufnehmen, klack. Ja, manchmal wird das ja gar nicht angetextet, sondern der sagt, spiel noch einmal durch und du merkst gar nicht, dass die Aufnahmetaste schon lief und dann, ist doch gut, drop da einfach mal rein, fertig. Ja, klick, 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 dann geht's los. Ich wollte nur üben. Ja, ist doch schon fertig, kein Stress mehr. Dann hörst du die Vincent Sorg Signature Klick Kaubell. Ja gut, aber die hörst du wenigstens durchs Playback durch. Ja, ne? Genau. Da wird sich einfach gefragt, haben wir denn da Kaubell drin im Stück? Ich sage, nee, das ist der Klick.
Naja, aber was halt toll ist, wir haben heute die Drums aufgenommen und die, ja, die fast ohne Plugins schon wirklich von sich aus gut geklungen haben, obwohl toller wir, Raum, ja, toller Raum, aber keine fancy Mikrofone, wie wir es beim letzten Mal auch schon gemacht, genau, haben, und trotzdem klingt es schon vernünftig, und damit komme ich quasi mit meinem Bogen schon zu unserer Rubrik, die wir uns ja ausgedacht haben. Wir haben uns eine Rubrik ausgedacht. Ja, ja, wir haben ja letztes Mal angetextet, dass wir über Plugins reden wollen, jedes Mal in jedem Podcast über ein spezielles Plugin reden wollen und, genau, haben dafür ja einen Namen gesucht, und ihr habt auch fleißig geschrieben und uns verschiedenste Vorschläge zugeschickt. Plugin Olymp und Plugin Versteher. Und nicht alles irgendwie. Wir haben uns dann erstmal für... Ne, wir haben uns schon entschieden. Wir haben uns entschieden für... machst du den Trommelwirbel? Trommelwirbel? Ja. Warte, können wir mitmachen? Ja. Plug-Influencer. Oh Gott. Ich sehe schon, wie die Leute also sitzen und so... Was? Ja, komm, wir lassen es erstmal stehen, die Plug-Influencer. Bringt mich einfach nur dazu, dass ich die Rubrik jetzt quasi eröffnet habe, mehr oder weniger. Und ja, aber da möchte ich jetzt so nicht stehen lassen. Möchtest du nicht so? Du bist jetzt so negativ mit dem Namen. Also eben warst du so euphorisch. Ja, hast uns ja alle gecatcht, alle so, boah, krasser Name. Na, die Reaktion war jetzt natürlich ein bisschen eingeschränkt, weil alle, die jetzt hier anwesend sind, kannten den Namen ja schon. Ja, okay, alles klar. Also für mich ist so, der Name ist nicht final. Aber jetzt stell dir vor, jemand sitzt vor dem Bildschirm oder sitzt gerade im Bus, so, ja, Kopfhörer drin. Denkt sich, yo, geil, DAW Versteher, neue Folge. Ja. Endlich kommt die Rubrik und dann ist der so, boah, krass, der, also, ne, schreit so durch den Bus, so, ja, geiler Name, und dann kommst du und machst das wieder so, ja, ich finde jetzt nicht so toll. Ja, pass auf, dann machen wir mal. Alles rückwärts, die mit, Rubrik heißt. Kannst du das nicht mit so einem Tape-Effekt vielleicht machen? Oh Gott, hab ich doch gibt's gemacht. Gibt's auch in Logic, oder nicht? Tape-Effekt. Mach nochmal einen Trommelwirbel. Heißt. Plug-Influencer, welcome to Plug-Influencer. Die DAW-Versteher sprechen über ihr Lieblings-Plug-In. Wir haben uns für heute tatsächlich eins ausgewählt, was wir beide diese Woche ausgewählt haben, weil wir es benutzt haben und uns dabei fast schon erwischt haben, dass wir es mal wieder benutzt haben. Und zwar den TDR Nova, den kostenlosen TDR Nova, den dynamischen Equalizer von Tokyo Dawn Records. Yes. Den TDR Nova. Und ich habe ihn tatsächlich als Alternative zum Trackspacer genutzt. Also als kostenlose Alternative zum Trackspacer, denn der Trackspacer ist ja ein, von Waves Factory, ist ja ein Plugin, mit dem man von Sidechain gesteuert Multiband mehr oder weniger Platz in verschiedenen Signalen machen kann. Ne? Du machst den Trackspacer auf deinen Playback drauf und lässt den durch die Stimme steuern, und die Frequenzen von der Stimme steuern dann quasi diesen Multiband-Kompressor, Equalizer, dynamischen Equalizer, und drücken einfach da, wo die Frequenzen von der Stimme sind, drücken die das Playback weg und machen ein bisschen Platz quasi da rein. Und ich habe quasi den TDR Nova als kostenlose Alternative dafür genommen. Der ist zwar nicht Multiband, aber ist auf jeden Fall ein dynamischer Equalizer. Ja gut, du könntest ihn ja auch Multiband einstellen. Ja, bis zu vier Bänder. Ne? Aber ich habe in dem Fall einfach gesagt, ich nehme diesen Bereich, wo die Stimme halt ihre Hauptverständlichkeit hat, irgendwo zwischen 1,5 und 3 km. So. Mhm. Und habe da eine Kurve, so eine Bellkurve eingezeichnet und habe dann gesagt, so dynamisch bitte, wenn von außen über die Sidechain Vocals gesungen werden, dann bitte da das Playback ein bisschen wegdrücken. Nur in dem Mittensignal, also im Genau, Sun. Also nur in nur bei dem Mittensignal, das Seitensignal habe ich rausgenommen. Ja. Denn man kann den TDR Nova auf links, rechts oder auf Mitte, Seite benutzen? Da muss man ein bisschen aufpassen, ne? Tatsächlich. Oh. Das ist ein bisschen tricky, weil da gibt es mehr Optionen. Du kannst links, rechts, Stereo, Mono, Sum und Diff. Oh ja, und Sum und Difference sind Mitte und Seite. Summe, genau. Sum ist die Mitte und Difference, die Differenz zu dem, was aus beiden Boxen gleichzeitig rauskommt, genau, ist dann quasi der Stereoanteil. Also wenn ihr quasi dieses typische Mitte-Seite, dann müsst ihr Sum. Genau, also heißt Sum es ist dann die Mitte, quasi, genau. Ne? Und jeder, der diesen Equalizer noch nicht hat, muss den sich auf jeden Fall auch runterladen. Ja, weil der ist einfach fantastisch und kostenlos und es spielt für mich, also von der schnellen Bedienbarkeit, auf jeden Fall in einer Liga mit dem Pro Q3 von FabFilter, und der kostet über 100 Euro, wobei ich den manchmal sogar komplizierter finde. Und der würde ich dir sogar widersprechen. Das kannst du gerne, ich bleibe trotzdem bei meiner Meinung. Nein, ist ja auch nur eine Meinung. Ne? Der dynamische Teil vom Pro Q3 zum Beispiel, der kann ja zum Beispiel nicht Upward, also nicht komprimieren oder so, sondern diesen Anhebeteil. Das heißt, wenn du beim TDR Nova eine negative Ratio einstellst, eine Ratio unter 1 einstellst, dann komprimiert er ja nicht, dann hebt er ja an. Mhm. So, und das kann der Pro Q3, soweit ich weiß, nicht. Doch, kann er auch. Dann nehme ich das zurück und sage, der Pro Q3 ist auf jeden Fall... Der Unterschied ist einfach nur, dass du, da habe ich mal wie lange ist das schon her? Ich habe mal so ein Video gemacht über den Mastering-Trick, bla bla bla, auf diesem Kanal. Ja,
In diesem Theater. Ziemlich sicher. Irgendwas mit dem Telenova, das heißt irgendwas mit Mastering-Trick, glaube ich, ja, oder sowas. Und da habe ich auch gesagt, da haben wir auch darüber gesprochen, dass der TDR Nova in einer bestimmten Funktionsweise besser ist als der Pro Q3. Ja. Der Pro Q3 kann das aber auch. Okay, ich nur wusste du nicht. Kannst beim TDR Nova kannst du Attack, Release und Ratio einstellen. Stimmt, das kannst du beim Pro Q3 nicht. Und beim Pro Q3 hast du feste Regelwerte. Ja. Das ist programmabhängig. Mhm. Aber du kannst auch da einfach, wenn du ein dynamisches Band anlegst, also wenn du sagst, wie heißt das dann, Make Dynamic oder irgendwie so, oder Set Dynamics. Pro Q3. Pro Q3. Genau, ja, genau. Und dann kannst du ja einen negativen Wert eingeben, du kannst aber auch einen positiven Wert eingeben. Das habe ich noch nie ausprobiert, also habe ich heute auch wieder was gelernt. Super. Ja, aber wir wollten ja über den TDR Nova sprechen. Genau. Genau. Heißt ja nicht Plugins, Plugins Influencer, sondern Plug-Influencer. Genau. Mono. Genau. Also wie gesagt, da habe ich den TDR Nova eingesetzt, quasi als kostenlose Alternative für den Trackspacer. Eben nicht Multiband, aber trotzdem ähnlich funktionierend. Und wofür hast du ihn eingesetzt? Ich habe ihn eingesetzt, um tatsächlich, ich wollte einfach nur einen dynamischen EQ haben, der wirklich mit den festen Regeln, also nicht mit festen, sondern mit individuell einstellbaren Regelzeiten funktioniert. So, okay, ganz schwer. Jetzt haben wir es. Ja, also ich muss sagen, dass ich aus Faulheit, kann man dazu sagen, eigentlich oft auch den Pro Q3 benutze. Einfach Bequemlichkeit. Weil, ja, Bequemlichkeit. So ist einfach, ja, Pro Q3 macht schon, ja, läuft ja schon. Der TDR Nova, ich finde den tatsächlich eine Stufe umständlicher immer. Den TDR Nova? Ja, ich finde den eine Stufe umständlicher. Einfach wahrscheinlich, weil ich ihn nicht so oft benutze und okay, deswegen, ich bediene ihn schon intuitiv, aber klar, eben nicht so intuitiv vielleicht wie den Pro Q3. Ja, bei mir ist es immer so, beim Pro Q3, ich klicke da rein, um das Band erstmal zu erstellen. Und dann habe ich erstmal nur den Punkt, da muss ich draufklicken, dann geht irgendwas los. Also für mich ist der Pro Q3 immer komplizierter als der TDR Nova, der einfach seine Regler da liegen hat. Und dann gehe ich aufs Band und weiß, die Regler reagieren jetzt auf das Band. Das ist jetzt auch Jammern auf ganz, ganz hohem Niveau. Aber sehr hohem Niveau vor allem. Sehr, sehr hohem Niveau. Um auf seine Freiheit zu kommen, ich wollte einfach nur die Kick sozusagen ein kleines bisschen zurückdrücken. Im Mix. Du einzeln vorliegen hattest? Nee. Okay, Stereo, also ein Stereo-Mix. Mhm. War ein ganz normales Stereo-Mastering. Und die Kick war relativ laut und auch so ein bisschen penetrant in einem etwas höheren Bereich, also so 110 Hertz. Okay. Ne, und das hat mich irgendwie total genervt, so, weil es halt so penetrant war. Mhm. Die war nicht einfach nur laut, sag jetzt mal so eine 50, 60 Hertz in die Magengrube, sondern es war halt so ein Kock, 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 Kock irgendwie. Und es war aber ein solider Rocktrack, so. Ja. Das war jetzt irgendwie nicht Jazz oder sowas, ne? Und dann habe ich das erst tatsächlich analog probiert, also mit Multiband-Kompressor, mit dem Meselec versucht. Das war aber gar nicht das Rätsellösung, weil das hat mir halt die ganze Balance, das hat sich auf einmal alles so schwer dadurch angefühlt und so. Und so habe ich tatsächlich ein relativ schmales Band in dem TDR Nova genommen, mit einer ganz schnellen Attack-Zeit, weil ich wollte ja wirklich diesen initialen Transienten sozusagen, wollte ich ja anpacken. Und das hat dann eben so gut geklappt, dass ich, weiß ich nicht, mit einer ganz humanen Ratio 2:1 oder 1,8:1 oder so, habe ich dann wirklich, wenn der kam, da so 1,52 dB rausgenommen. Das hat super gut funktioniert. Ja, guck mal. Ne? Hätte ich mit dem Pro Q3 vielleicht auch hinbekommen, aber ich wollte es eben, das war auch so ein richtiger so ein bisschen was wir heute auch gemacht haben, so four on the floor Rock. Ja. Und das heißt, ich konnte halt, wollte halt als Regelwerk für den Release, wollte ich halt total gerne, dass es in time mit dem Stück zurückatmet. Dass es zurückatmet, ne? Genau, ja. Damit man nicht immer dieses irgendwie hat. Und ich sag mal so, beim Pro Q3 funktioniert das in 9 von 10 Fällen echt gut. Ja. Auch wenn man da keine Zeiten einstellen kann, weil er eben programmabhängig arbeitet und weiß ich nicht, wie er das dann gelernt hat, was er da machen muss. Funktioniert auf jeden Fall meistens. In dem Fall hat es überhaupt gar nicht funktioniert. Weil ich sag jetzt mal, der Bass war auch nicht leise, aber halt, ich wollte ja wirklich nur diesen initialen Moment haben. Ja, ja, ne? Genau. Ja. Und wie gesagt, das lief mit dem Pro Q3 überhaupt nicht gut. Da klang irgendwie sehr unnatürlich und halt es klang bearbeitet. Das ist nicht und das gut. Ist immer schlecht, ja, ja, genau. Wenn es gerade beim Mastering dann irgendwie so künstlich wird oder unnatürlich wird. Weil das war auch tatsächlich eine akustische Produktion, also auch mit Akustik-Drums und so. Ne? Wenn du die Release-Zeit dann einstellst, probierst du einfach aus, bis es funktioniert oder rechnest du die aus mit dem Taschenrechner? Das kommt immer ganz drauf an.
Ja. Also bei so einer, bei der Geschichte wollte ich jetzt wirklich genau, dass es im Songtempo atmet. Ja. Naja, und da kannst du mal... Und stellst du eine 16. ein oder was stellst du da? Ja, meistens ist es so, also wenn es jetzt um sowas irgendwie Perkussives, irgendwie im Bassbereich oder so geht, ja. Würde ich sehr, sehr wahrscheinlich eine, also je nach Songtempo, irgendwie meistens eine 16. ist so der Way to go irgendwie, ne? Genau. Man kann das ganz einfach ausrechnen, habe ich auch schon mal ein Video zu gemacht. Hast das gemacht? Ja, dann habe ich das bei dir gelernt. Großartig, weil ich weiß nämlich auch, wie es geht. Ja, genau. Aber das ist ja total kompliziert. Da muss man ja irgendwie so Sachen rechnen und so eine Formel wissen. Deswegen empfehle ich einfach die Seite, was war das nochmal, Sengpiel Audio irgendwie. Der liebe Jonas wird das einfach mal in die Shownotes, in die Videobeschreibung beziehungsweise beim Podcast in die Shownotes. Ist das so kompliziert? Ja, das ist 60.000 durch Beats per Minute, dann kommst du bei einer Viertelnote raus und wenn du 16. bist, nochmal durch 4. Ja, aber es ist doch viel einfacher, wenn du einfach einen Link nimmst, den du dir hier speicherst in deinem Browser oder vielleicht als Startseite machst oder so und dann steht dann 120 ist da Tempo, dann steht da wie lange eine, weiß ich nicht, eine halbe dauert, wie lange eine punktierte Viertel dauert, wie eine Viertel dauert, wie eine punktierte Achtel dauert, da hast du halt einfach so eine Spalte und da kannst du rumscrollen und dann siehst du, okay, Tempo 100 so und so. Ne? Nehmen wir mal eine 16. Bevor ich da anfangen muss, dann in so einem Moment, wo ich ja auch schnell weiterkommen will, irgendwie erst einen Taschenrechner zu öffnen am Rechner und dann zu überlegen, ach ja, stimmt, ist ja ganz einfach, hat der Jonas ja gesagt. 60.000 so, durch Tempo, durch 4 ist genau, 16. Ist ja ganz einfach, ne? Muss man sich dann trotzdem dran erinnern, dann muss ich rechnen und dann verrechne ich mich noch. Nein, Quatsch. Also ich finde es mal. Nur weil du nicht so viele Finger hast. Ja, 60.000 Finger habe ich nicht. Also bei mir ist es halt, ich mache meinen Browser auf, der Lesezeichen, da ist das Ding gespeichert. So, dann bin ich mit dem Kopf schon, bin ich schon da. Und in der Zeit läuft weiter bei mir der Track. Ne? Und dann suche ich mir eben, alles klar, 117, alles klar, eingetippt, per Hand, gehört, passt das. Es gibt auch mal Extremfälle, dann nimmst du dann nochmal durch 2. Ne? Ich hab mir gerade die Frage gestellt, ob du per se fürs Mastering vom Track das Tempo mitgeliefert bekommst oder ob du das dann erst erfragen oder selber herausfinden Ganz musst. Ganz oft nicht. Mhm. Oder ist das in die Datei reingeschrieben? Manchmal ja, genau. Das Tempo also es gibt gewisse, ich schätze, das ist dann DAW-abhängig. Da ist das Tempo mit drin, aber nicht in der, also es ist als Marker sozusagen, als Tempomarker mit drin. Ich erinnere mich an einen Schalter bei Logic, da heißt es, glaube ich, Tempo in Datei schreiben. Mhm. Und dann wird das irgendwo vermehrt. Also es ist so, dass jeder Mix landet ja bei mir in RX, also Tube RX, vor Mastering. Zur Vorbereitung und wenn es dann eben diesen exportierten Tempomarker gibt, dann wird er mir da angezeigt. Okay. Ne, da werden mir auch andere Marker angezeigt. Also da sehe ich, wie ordentlich Leute dann gearbeitet haben. Also ob sie Songabschnitte eingetragen haben und so weiter. Achso, das steht da alles drin? Ja, also wenn das halt mit exportiert ist. Ne, okay. Wusste ich gar nicht. Ich weiß gar nicht. Also vielleicht weiß dort jemand von den Hörern oder Zuschauern dann gerne mal schreiben, in die Kommentare oder so schreiben. Ja. Ob man das in jeder DAW hinbekommt beim Exportieren oder nicht, das weiß ich tatsächlich nicht. Also manchmal sehe ich in RX die Tempoangabe, manchmal nicht. Mhm. Und manchmal sehe ich auch Marker. Ja, okay. So Bereichsmarker oder Tempoänderungen oder sowas. Aber ansonsten, ganz klassisch, nehme ich mir ein, habe ich eine App, wo ich gerade mein Handy gesucht, eine App auf dem Handy, eine Metronom-App und dann tacke ich hier mit. Und ganz ehrlich, ob es dann 121 oder 123 ist. Ist dann auch Wumpe, genau. Das sind dann, und jetzt kommen wieder die Leute, die die Formel können und ausrechnen, das sind dann halt ein Unterschied von 9,42 Millisekunden, keine Ahnung. Ja, ne? Ja. Ich sag mal so, stört's den großen Geist, ich schätze nicht. Ja, ist natürlich schon schön, wenn es irgendwie möglichst genau dran ist. Ja. Gerade wenn du halt etwas, ich sag mal, gerade wenn du jetzt kreative Effekte machst. Ja. Ne, wenn du so einen typischen weggedackten Bass im EDM haben willst oder sowas, ne, dann wäre es natürlich schon wichtig, dass es wirklich auf die Millisekunde genau ist. Ja. Bei mir geht es ja dann mehr darum, dass im Prinzip es organisch die ganze Zeit atmet. Genau, dass man es nicht merkt, dass es dabei ist die ganze Zeit. Genau. Das ist ja kein kreativer Effekt, den ich da einstelle, sondern ich möchte ja damit ein Problem beheben. Genau. Oder möchte etwas verbessern. Reparieren vielleicht manchmal auch. Ja, im schlimmsten Fall. Aber so schlimm war es ja nicht. Nein, war alles gut. Wie gesagt, es war einfach nur, ich fand es nur ein bisschen zu penetrant, diesen leicht oinkigen Bass, oberen Bass von der Bassdrum. Naja. Du,
geschenkt. Aber der TDR Nova hat es ja tatsächlich gelöst bei dir, das Problem. Hm? Bei mir, wie gesagt, als Alternative für den Track, ich habe den Trackspacer auch, ich wollte aber ein kostenloses Plugin benutzen, um es einfach, weil ich eine Session weitergeben wollte und derjenige hatte den Trackspacer nicht. Und wenn er die Session öffnen möchte, muss er halt ein kostenloses Plugin dabei haben oder eins, was er hat. Und es war dann entsprechend der TDR Nova. Und mit dem kann man ja mit der dynamischen Abteilung auch wunderbare andere Sachen noch machen. Also zum Beispiel ein Top-DSer, mit dem man wirklich super sauber DSen kann, irgendwie, was ich großartig finde. Ja, oder eben auch, was du gerade sagtest, mit dem positiven Effekt, nicht im Sinne von gut oder schlecht, sondern in die positive DB-Richtung. Ja, genau. In die Erhöhung von Frequenzen. Wie gesagt, das ist ja dieser, was ich da gezeigt habe damals in dem Video, ne? Ja. Dass du den halt im Mastering anwendest oder zum Beispiel auch auf deinem Masterbus anwendest, um irgendwie so 1-2 dB Bässe und Höhen quasi dynamisch auf den Track draufzupacken. Ja, ne? Ja, also, dass du jetzt nicht einen dB Höhen reindrehst auf dem Masterbus oder dass statisch dabei bleibt. Genau, sondern dass du halt sagst, irgendwie machst du schnell Attack-Zeit und immer wenn Threshold überschritten wird, bei immer wenn die Snare oder Hi-Hat oder was weiß ich, dass es halt immer so ein bisschen atmet, ja, oben und unten, genau, rum. Ne? Auch gerne mal zwischen zwei Limitern oder nach einem Clipper oder so, um einfach immer wieder so ein bisschen Leben einzuhauchen, gefühltes Leben einzuhauchen. Dafür ist es tatsächlich auch super, super genial. Da braucht man keine anderen fancy Expander-Tools oder sowas für, ne? Sondern da tut es eigentlich auch der TDR Nova, der macht alles, was er soll. Und vor allem ist kostenlos, aber um da auch mal eine Lanze zu brechen, ich glaube, diese Gentleman's Edition. Es gibt auch eine Version zum Bezahlen. Das heißt, wer sich wirklich dankbar fühlt für dieses Plugin, kann die etwas erweiterte Variante kaufen. Aber was ich damit sagen will, die kostet auch nicht die Welt, ne? Nein, ganz im Gegenteil. Also man sagt damit Danke, man kriegt noch einen, glaube ich, 2 oder 3 Bänder erweiterte Version. Ja, ich glaube 6 Bänder. Oder sowas irgendwie, ne? Also man unterstützt vor allem den Entwickler und sagt dafür Danke irgendwie, dass dieses tolle Plugin gemacht wurde. Und ich wollte noch ein Feature hervorheben, weil da wir auch schon mal darüber gesprochen haben, der Equalizer endet ja nicht bei 20 Kilohertz. Obwohl, bis 40K. Genau, der geht mit 40 Kilohertz, auch wenn wir mit 44 Kilohertz arbeiten, dann ist ja die Grenzfrequenz eigentlich 22,05 Kilohertz, ist im Prinzip der hörbare Bereich, hört für mich sowieso schon bei 12K auf, aber man kann trotzdem bei 40 Kilohertz anheben und weil die so einen weichen Verlauf hat, die Kurve, kann man durchaus auch ganz charmant und musikalisch obere Höhen anheben mit diesem 40K Band. Wo ja andere sagen, ja gut, da hörst du die Fledermäuse mit von der Decke mit 40K, ne? Ja, da geht's ja darum, dass du dann so ein bisschen wie bei dem Mark EQ, wie heißt der, EQ4? Ja, das Airband vom Airband, Mark, genau. Ist ja mittlerweile bei vielen Tools auch. Das fängt dann halt super, super hoch an und ist dann in der Regel kein Shelf, sondern meistens ein Bell, der halt ganz, ganz weich läuft. Ne? Also am besten kann man das, wenn ihr jetzt keinen Mark-EQ oder so habt, könnt ihr auch, wenn ihr jetzt einen Pro-Q3 habt oder auch einen Stock-EQ, selbst wenn ihr, also der Pro-Q3 geht, glaube ich, bis 30K und der TDR Nova bis 40K, selbst wenn ihr einen Stock-EQ nehmt und stellt da mal die höchstmögliche Frequenz ein mit einem Bell und dann mal den Q-Faktor auf 0,3 oder so setzen. Ja, auf jeden Fall möglichst. Ja, also 0,3 ist schon ziemlich nah dran an dem, was der Mark auch macht, der Mark EQ. Dann hast du so eine ganz weiche Kurve, die geht bis, keine Ahnung, 2-3 Kilohertz geht die ganz weich runter. Ja. Ne? Und jetzt muss man natürlich aufpassen, wenn wir jetzt richtige Influencer wären, was wir ja, habe ich heute gelernt, ja nicht sind, oder nur halbe Influencer sind. Ja, ich habe Influencer. Dann würden wir jetzt sagen, wenn ihr das mit dem Mark EQ macht, dann ist der natürlich Mark viel besser. EQ vor. Ja, und unten ist unser Affiliate Link drunter. Genau. Ja, genau. Dann wird das auch nie harsch, wenn man da an dem ER-Regler dreht. Nicht so wie beim TDR Nova, aber wir sind ja keine Influencer. Nee, aber ist auch beim Mark EQ oder wie auch immer diese ganzen ER-Bänder, ist ja völliger Unfug. Das Funktions- irgendwann wird alles harsch. Ja, natürlich. Ne, ist natürlich, wenn du jetzt bei 6 Kilohertz mit einem schmalen Band anhebst, wird es eher harsch, als wenn du jetzt mit einem ganz breiten Band irgendwie bei 40K anhebst und dann, ich mach da immer 0,5 dB, dann klingt alles besser. Ja, genau, mach ich auch immer. Ja, mach doch. Finde ich super, weil ich für mich findet das sowieso nicht im hörbaren Bereich statt. Deswegen nenne ich dich auch die goldenen Ohren von Holtwig, weil du einfach, also A, bist weil du 20 Jahre jünger als ich auch höre. Und B, hörst du Dinge einfach, die ich überhaupt gar nicht, für die brauche ich einen Analyzer, die muss ich ablesen, sonst würde ich die nicht mitkriegen.
Ne? Mir ging es jetzt ja mehr darum, dass man immer aufpassen muss bei irgendwelche, ne? Wir haben diese Folge noch nicht schlecht über Plug-in-Firmen gesprochen. Wir haben bisher nur eine Plug-in-Firma gelobt an einen Hersteller. Wir müssen ja auch noch den Warnhinweis aussprechen. Disclaimer quasi. Genau, nicht reinfallen auf Marketing-Gags. Wobei, apropos Marketing-Gag, ich habe gesehen, von Isotope gibt es ein neues Ozone. Ozone 11. Ich bin ja stolzer Besitzer von Ozone. Ich bin allerdings... Du bist ja auch Mastering-Engineer. Ich bin aber auch kein Benutzer von Ozone. Ich habe das, aber frag mich mal, warum. Ich kann dir noch nicht mal die... Obwohl, ich musste mal, glaube ich, eine Session öffnen, wo das drauf war. Das hast du mir erzählt. Genau. Ich habe mir jetzt Ozone gekauft, weil ich musste eine Session öffnen. Ja, und deswegen habe ich das gekauft dann damals. Irgendwie, es war auch okay, irgendwie, aber ich benutze das tatsächlich nicht, weil wenn ich mastern lassen will, dann habe ich ja jemanden, der das macht, und zwar jemand, der das kann. Ich kenne aber viele Leute, die das tatsächlich mal eben durch das Ozone Mastering durchlaufen lassen, um kurz... Master Assistant, ja. Ja, den Master Assistant, um einen Eindruck zu bekommen davon. Ja, aber du musst natürlich aufpassen, ne? Das erstens mal, es gibt Master Assistant, ja. Aber das sind ja auch einzelne Tools. Ja. Also du hast ja einmal Ozone als Gesamtding, wo du dann diese Module reinziehst. Die man, glaube ich, auch als Plugins einzeln laden kann. Und die gibt es ja auch, ne? Einzeln. Ja, und davon benutze ich auch eine ganze Haufe Plugins. Ja, super. Ne? Also man darf da jetzt nicht hier automatisiertes Tool oder irgendwas. Irgendwie so ein Helfer. Nee, ja. Das ist wirklich eine Mastering Suite. Das sind tolle Tools dabei. Und vor allem, klar, haben die auch den Vintage EQ Model Neve Style. Schlag mich tot. Um den zu haben. Ja, ne. Aber die haben ganz, ganz viele... Ja, man kann wirklich sagen, zukunftsweisende oder auch revolutionäre, klingt jetzt ein bisschen dramatischer, als es sein sollte für ein Mastering-Plugin, aber Sachen, die halt einfach, die so noch nicht gibt, okay, ne, in der Form, ob ich da an das Plugin zum Beispiel Low-End-Focus denke, das hat mir schon ganz oft irgendwie das Low-End gerettet in Mastering-Situationen. Aber was ist denn Low-End-Focus? Das ist kein Monomaker. Nee. Also der den Bassbereich. Aber lass uns das doch mal vielleicht für nächstes Mal. Reden wir mal über Ozone, weil da kannst du mir mal erzählen, was das alles kann. Genau, also tatsächlich müssen wir dann ja erstmal den Werbevertrag mit Isotope dann fürs nächste Mal unterschrieben haben. Das lassen wir mal an der Seite, aber ihr könnt ja vielleicht schon mal eine Mail an uns schreiben, an info@dawversteher.de, mit oder ohne Bindestrich, ist wurscht, oder unter das Video drunter schreiben, wenn ihr eine Frage zu Ozone habt, die wir beantworten können. Ich wahrscheinlich weniger als du, aber dann können wir vielleicht kann sich ja einarbeiten. Ich kann mich bis dahin natürlich einarbeiten, ganz genau. Das mache ich dann von Griechenland aus. Da melde ich mich dann nämlich beim... Stimmt, beim nächsten Mal ist ja schon wieder in Griechenland. Ja, schon wieder in der Sonne, ne? Da muss ich schon wieder Tzatziki schlürfen. Da kannst du Tzatziki Moment. Schlürfen. Und mit Uso einreiben. Ja, genau. So sieht's das aus. Das hilft ja gegen Gicht. Ich hoffe mal, dass die Insel nicht abgesoffen ist. Aber das steht auf einem anderen Blatt. Aber wie gesagt, wir können dann tatsächlich da mal die einzelnen Ozone-Fragen beantworten, wenn ihr welche speziell habt. Weil Ozone ist ja auch... kein kostenloses Plugin. Nee. Ne, das heißt also, da muss man schon ein bisschen Geld für in aber die Hand nehmen. Aber wenn man es jetzt nicht hat, wäre tatsächlich jetzt gerade ein sehr, sehr guter Zeitpunkt, wenn man das gerne haben möchte. Weil? Ja, weil es jetzt gerade irgendwie, also immer wenn ein Update rauskommt, gibt es ja auch so ein Sale-Ding irgendwie. Okay, ne? Oder ihr wartet einfach bis Black Friday, das ist jetzt auch nicht mehr so weit. Irgendwie, das sind noch 2 Monate bis dahin. Dann ist es wahrscheinlich auch im Angebot. Sale, ne? Ja, oder wenn ihr... also ich habe Ozone, ja doch 10 habe ich. Mhm. Und da gibt es ja auch noch Standard... Professional? Ne, Advanced. Also Advanced und Advanced. Professional. Ja, wie auch immer. Auf jeden Fall kriegst du ja auch immer ein Update und Upgrade und sowas. Ja. Jetzt haben wir schon wieder so viel Werbung für einen Plugin-Hersteller gemacht, ne? Nee, wir haben nur gesagt, dass wir nächstes Mal über Ozone sprechen. Und wir sprechen nächstes Mal über Ozone, deswegen, genau. Das machen wir auf jeden Fall. Dieses Mal haben wir über den TDR Nova gesprochen. Und nächstes Mal wird dann auch Plug-Influencer. Genau, die Plug-Influencer. Machen wir dann über Ozone einfach. Ja. Ne, aber jetzt aber, schon verraten. Aber ne? Tut nächstes Mal trotzdem überrascht. Genau, also nächstes Mal als Überraschungs-Plugin Ozone. Damit beschließen wir aber die Plug-Influencer-Rubrik jetzt erstmal. Den Link zum TDR Nova findet ihr auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung oder in der Beschreibung vom Podcast. Wie heißt das? In den Shownotes. Shownotes. Heißt es so schön. Die Shownotes bei vom Spotify. Podcast, bei what auch ever. Da stehen sie auf jeden Fall drunter. Yes. Von daher haben wir das Plugin für heute auch schon abgehakt und können uns im Prinzip... jetzt auf die wichtigen Dinge konzentrieren. Die da wären? Wo kriege ich noch einen Kaffee her? Ach so, da vorne gibt es tatsächlich noch einen Kaffee. Ja, pass auf, dann redest du mal weiter und ich hole mir kurz noch einen Kaffee. Ich erzähle euch gern was. Der Jonas holt sich gerade einen Kaffee. Schwank aus deinem Leben, komm, das schaffst du. Schwank aus deinem Leben. Naja, was kann ich noch erzählen? Tatsächlich habe ich diese Woche noch, noch einen Schlüsselmoment gehabt. Ja. Wir haben jetzt heute noch gar nicht so viel Nerd-Talk gemacht. Ich hatte tatsächlich heute schon mit Vincent eine ganze Menge Nerd-Talk, aber erzähl mal deinen Nerd-Talk. Nee, ich meine jetzt im Podcast hatten wir heute noch nicht so viel Nerd-Talk. Dann nerden wir jetzt mal ein kleines bisschen. Ne, nachdem wir ja vorletztes Mal so grandios über die Fletcher-Mansen-Kurve
für die ich ein Video vorbereite tatsächlich. Und ich sage euch, es ist nicht trivial, das zu vermitteln, was da zu sagen ist. Tatsächlich. Es ist einfacher zu verstehen, als es zu vermitteln. Ja, tatsächlich. Es zu vermitteln ist wirklich da wirklich auch nicht falsch zu erzählen, was da tatsächlich Ambach ist. Und vor allem die richtige Conclusio daraus zu ziehen, also den richtigen Schluss. Hm. Weil letztendlich die Fletcher-Mansen-Kurve ist ähnlich so wie Pre-Delay. Weißt du, du kannst das physikalisch und alles und so weiter verstehen, aber wenn du es einmal kurz schnipp anwendest irgendwie, dann macht es Sinn einfach. Und diese Schlussfolgerung, die versuche ich noch zu formulieren. Das Video ist, wie gesagt, schon in der Arbeit und da gibt's dann auf jeden Fall einen Hinweis darauf. Das war unser Nerd Talk letztes Mal. Ja, genau, wo es um den Bass ging und ja. Sowas, ne? Wir nennen dann diese Rubrik mit dem Nerd Talk, die nennen wir dann eingenördet. Wir haben ja schon vorher drüber gesprochen, ne? Also vor allem hier, ich habe ja genug Zeugen heute. Ja. Wir haben ja eigentlich gesagt, den alte Herrenwitz, den hattest du eigentlich schon vor der Aufzeichnung schon vorher. Der ist mir so rausgerutscht. Ja. Lassen wir den mal so stehen. Eieiei. Nee, Nerd Talk, ja. Ich habe tatsächlich diese Woche mal wieder irgendwie ein sehr, sehr lautes Maß erstellen müssen. Wie laut war der Wunsch? Ja, also das Problem ist ja immer, wenn, ich sag mal, wenn die Kommunikation nicht mit demjenigen stattfindet, sagen wir mal, der... Dem Künstler? Mit dem Künstler oder mit dem Produzenten, sondern wenn halt, das kennst du ja auch ganz gut aus deiner vorhergehenden Tätigkeit, ja. Wenn natürlich dann gewisse Managements, Label und so mit im Spiel sind, hast du natürlich... Sag mal, unterm Strich eine etwas schwerere Art der Kommunikation jetzt als Engineer oder so, ne? Ob das jetzt für Mastering, Mixing oder ob das für Video, Foto, was auch immer ist, ne? Ja. Also alles, was kreativ ist, geht durch sehr viele Hände, durch sehr viele Ohren in dem Deutlich, Fall. Deutlich, ja. Und es wurde halt bemängelt, dass, oder das Master wurde in dem Fall kritisiert, klingt alles genial. Ah, das war der O-Ton. Komma, aber. Komma, und jeder weiß aber, ja, die Wahrheit kommt nach genau, dem Aber. Genau, es wäre halt schön, wenn es dann genauso laut wäre wie Song XY, ne? Wo ich dann denke, ja, sind wir auch nur charmante 4 LUFS von entfernt, von der Referenz. Und zwar drüber. Nee, das nicht. Okay. Naja, also manchmal, ich kann dieses ganze Lautheitsthema, da haben wir ja schon ganz oft drüber gesprochen. Ja. Ich bin da ja auch nicht der, jetzt hört mal auf mit dem Loudness Wow und ihr seid alle doof und Dynamik. Nee, ja. Gar nicht, bin ich auch nicht der Typ, der das macht irgendwie. Ich bin der Meinung, wenn es eine gewisse Klangästhetik erfüllt, ne, wenn ich jetzt hier, haben wir heute noch gehört, hier Green Day, ja. Also wenn ich mir jetzt eine Green Day-Platte anhöre, auf minus 14 LUFS gemastert, weil das ja bei Ozone dran steht und bei Spotify, dann wird die definitiv eine komplett andere Klangästhetik haben, als das, was sie jetzt hat. Ja. Ne, das ist nun mal so. Also, aber lass uns das Fass heute nicht aufmachen. Lass uns nicht über LUFS genau, reden. Genau, nicht über lauter. Also, aber es ging dann halt darum, es muss halt unbedingt lauter. Ja. So, und in dem Zuge habe ich vor kurzem noch mit einem anderen Mastering-Engineer auch über das Thema gesprochen. Und der sagte zu mir, wenn es besonders laut sein soll, ohne Artefakte und so, dann macht er immer True-Peak-Limiting aus. Also das heißt, er benutzt einen True-Peak-fähigen Limiter. Ja. Ne, ob das jetzt Fab-Filter ist oder Ozone oder Smart-Limit oder schieß mich tot. Wie sie heißen. Du kannst da ja überall das True-Peak oder Inter-Sample-Peak-Limiting ausschalten. Ja. So. Und jetzt hatte ich mit dem Kollegen diese Diskussion darüber oder das Gespräch und er sagte, er schaltet das dann aus, lässt dann halt ein bisschen mehr Headroom. Ja. Also er lässt lieber 0,2, 0,3 dB mehr Peak Headroom. Ja. Also wo kommt dann raus? Nicht bei 0,5? Auf minus 0,3, sondern auf minus 0,7 oder so. Ja, okay. Kann dann aber seiner Meinung nach lauter machen, also mehr Gain in den Limiter reinschieben, weil ja True Peak Limiting so viele Transienten kaputt macht. Das war seine Aussage. Und da habe ich in dem Moment so gedacht, ja, habe ich jetzt noch nie getestet, weder gehört. Hast du also keine Meinung zu? Genau, also ich habe es weder getestet nach Gehör, weder getestet nach gemessen, also nach irgendwelchen Lautheitsmessungen, weder irgendwie Null-Test gemacht, weder irgendwas anderes. Und dann war ich jetzt in dieser Situation und hatte tatsächlich dann das Problem, in dem Moment, dass ich es irgendwie nicht so artefaktfrei laut bekommen habe, weil der Mix war nicht für ein lautes Master ausgelegt. Wenn der Mix keine Energie hat, die ich laut schieben kann, dann kann ich eins machen, Transienten kaputt machen. Ja gut, wenn der Energie hat und die Transienten aber um ein Vielfaches darüber hinaus schießen. Ja, ist halt schwer. Ja. Ne? Ja.
zumindest, jetzt werden wieder einige sagen, stimmt ja nicht. Ja, stimmt auch nicht. Natürlich kriegst du ihn laut, aber du änderst natürlich die komplette Balance immer. Das heißt, du musst automatisch wieder alles dagegen drehen, wenn du es dann irgendwie lauter haben willst, was dann auch wieder ist ein anderes Thema. Oder du killst die Transienten. Oder du sagst einfach, ich drücke das jetzt einfach zusammen, so wie früher dann Waves L1 drauf, ohne Rücksicht auf Verluste, ne, bis dann irgendwie die roten Lampen auch alle leuchten. Ich habe das dann halt einfach mal ausgetestet, weil ich dachte, ja gut, also wenn das wirklich, also ich habe True Peak ausgeschaltet und habe dann irgendwie festgestellt. Ceiling 0,7 und dann? Genau, und habe tatsächlich festgestellt, beim Ausschalten von True Peak Limiting, habe ich festgestellt, es klingt tatsächlich anders, das, was rauskommt. Okay. Ich sage jetzt mal anders, nicht schlechter, besser, weiß ich nicht, anders. Ja. So. Kannst du es beschreiben oder greifen mit einem Wort? Ja, es war schon gefühlt irgendwie ein bisschen druckvoller. Punchiger. Zumindest bei einigen Schlägen, gerade im Schlagzeug, Sache. Und dann war der Nerd in mir erweckt. Genau. Da war ich natürlich geweckt und habe gesagt, ja, aber Moment, was passiert denn überhaupt? Ja. Für mich war klar, True Peak Limiting bedeutet ja, also True Peaks, wahre Peaks, sag mal. Also eine Übersteuerung, die zwischen zwei Sample-Punkten stattfindet. Sag mal, sag mal eben die Übersetzung von Peak. Pegelspitze. Pegelspitze. So. Ja, wusste ich doch. Mein Gott. Ist schon spät. Ja. Ja, ja. So, wahre Pegelspitze. True Peak ist im Prinzip der Maximalwert von einer Audiodatei, von einem Audiosignal nach einer digital zu analog Wandlung. Ja. Das heißt, die wird da simuliert sozusagen. Also das muss man sagen, der Peak wäre nicht da, wenn man es nur digital betrachten würde, aber bei der Wandlung findet dann quasi zwischen zwei Sample-Punkten noch eine Übersteuerung. Kann passieren. Kann. Und die ist, das ist halt der True Peak. Es ist ganz einfach gesagt, ne? Wenn wir über ein normaler, also deine DAW unten rechts im Master Channel oder Master Mix Bus, wie auch immer, der Wert, der dort angezeigt wird, ist ein sogenannter Sample Peak Wert. Ja. Und wir haben eben bei einer Session, die in 48.000 Samples, 48.000 Kilohertz ist, haben wir halt eben eine gewisse Anzahl an Samples. 48.000 pro Sekunde. So. Und es kann aber trotzdem sein, dass zwischen den Samplepunkten noch eine Übersteuerung stattfindet. Das heißt, deine DAW unten rechts im Master Channel zeigt an, minus 0,1 ist der Maximalwert. Ja. Das ist der Sample Peak. Ja. Ja. Es kann aber sein, dass zwischen zwei Samplepunkten, was du gerade schon gesagt hast, ne, für die Zuschauer, ihr könnt das jetzt sehen, du hast zwei Samplepunkte und zwischen diesen beiden Samplepunkten ist aber ein Signal, was oberhalb dieser Grenze liegen kann. Ja. Genau. So, und jetzt kommt True Peak. Stop, wir sind schon wieder sehr nerdig. Ihr merkt ist das, richtig ne? nerdig. Ne? Also es geht halt wirklich um Samples. Aber wir müssen halt verstehen, dass ja alles Audio, was wir besprechen, ist immer Sample-basiert. Ja. Ja, alles, was im Computer passiert an Audio, ist Sample-basiert. Und True Peak bedeutet in dem Fall auch, dass das Signal mindestens vierfach, meistens eher achtfach, overgesampelt wird. Ja. Das heißt, wenn du in 48.000 jetzt rechnest, dann ist das 48 mal 8. Ja? Die Mathematiker unter uns werden das jetzt errechnen können. Ich kann das mal kurz hier mit meinem indischen Taschenrechner durchgehen. Ja, das ist eine Menge. Auf jeden Fall 192.000. Ich hätte jetzt eher was gesagt, 320 plus 64, 384. Wir werden es nicht, wir schreiben es mal her. Extrem viele. Ja, okay, viel. Ja, eine Riesenmenge an Samplepunkten dazwischen. Und zwischen diesen beiden von eben, zwischen diesen beiden Samplepunkten, über die wir gerade gesprochen haben, wo eben halt einfach dieses möglicherweise übersteuerte oder über einem gewissen Punkt liegende Signal ist, sind jetzt plötzlich 5 neue Samplepunkte entstanden oder 8, keine Beim Ahnung. Beim Oversampling. Und diese Punkte geben dann neue Werte her. Ja. So. Heißt also im Endeffekt, ich habe es wirklich getestet. Ja. Wenn du jetzt einen Limiter nimmst, zum Beispiel den FabFilter Pro L2. Ja. Und du schaltest True Peak Limiting aus. Stellst den auf achtfaches Oversampling. Ja. Mit natürlich, jetzt reden wir immer über die gleichen Einstellungen. Ja. Jagst das Signal da durch. Und dann schaltest du in einer zweiten Version True Peak Limiting an und machst das Oversampling aus, kommst du exakt aufs gleiche Ergebnis. Ist ja ein Ding. Und es nullt.
Also du kannst, wenn du bei dem einen die Phase drehen würdest, wären beide weg. Genau. Ist ja von, ja gut, wieder was gelernt. Ich war auch ganz fasziniert davon. Ich habe das wirklich im ersten Moment nicht so wahrgenommen, dass es so ist, weil ich mir natürlich immer diese abstrakte, simulierte Wandlung, ne, dieses, ja, was heißt das denn? Ja. Ne, also muss ja irgendein Algorithmus dann dahinter stecken, weil jeder digital zu Analogwandler ist ja auch anders. Ja, ja. Ob das jetzt der Weisheit letzten Schluss ist, dass das jetzt alles ist, was da passiert, weiß ich nicht. Aber zumindest beim FabFilter Pro L2, das muss man auch dazu sagen, mit einem Tongenerator, nicht mit einem komplexen Audiosignal. Zumindest da hat es komplett sich halt ausgelöst. Pass auf, jetzt, ich stelle mal eine ganz ketzerische Frage jetzt endlich. In dieser Stelle. Ja, endlich kommt die ketzerische Frage. Ist das denn so schlimm mit dem TruePeak? Nö. Mit anderen Worten, ihr könnt die letzten 10 Minuten vergessen, weil war zwar spannend, aber TruePeak sind vollkommen... Nee, ich frage deswegen, weil ich weiß natürlich, dass Musik heutzutage tatsächlich im Maß... Früher hat man gesagt, also auf keinen Fall übersteuern, auf keinen Fall TruePeaks. Und wenn man mittlerweile jetzt die Charts analysieren würde, vor allem die lauten Titel, und da einfach mal messen würde, die TruePeaks, da sind TruePeaks drin, ne? Also ich glaube, das Problem... Also nicht früher hat man gesagt, bloß keine TruePeaks. Früher hat man gesagt, wir wissen gar nicht, was TruePeaks sind. Okay. Also wenn man... Okay, was heißt jetzt früher 1811, ne? Damals vor Waterloo, genau. Ich sag mal, wo diese ganze Digitalgeschichte, diese Digitaltechnikgeschichte, digitale Signalbearbeitung im Sinne von DAW, ne, was draufsteht, ist da drin, genau. Angefangen hat, da wusste niemand, was TruePeak überhaupt ist. Ne? Diese Begrifflichkeit und dieses, naja, Phänomen sozusagen, wurde natürlich erst im Laufe der Jahre irgendwie bekannt. Nagel mich nicht fest, wer dann irgendwie da drauf gekommen ist und wer das wann gemacht hat, das weiß ich nicht. Da war ich nicht dabei. Ja. Aber das ist, wie gesagt, eine Geschichte, die irgendwann entstanden ist. Und so richtig zum Thema ist das eigentlich erst geworden, seitdem es diese ganze Streaming-Geschichte gibt. Ja? Es war vorher schon definitiv ein Thema, ein bisschen im Broadcast-Bereich. Wie hängt das zusammen denn? Ich glaube, also du meinst Spotify als Streaming, jetzt nicht YouTube oder Video, sondern du meinst Audio-Streaming. Nee, ich meine jetzt dieses ganze Audio-Streaming, Spotify okay, und Co., ne? Das meine ich. Ja. Vorher war das natürlich schon immer ein Thema, auch in der Broadcast-Video-Welt und sowas, ne? Da war es auch schon ein Thema, aber so richtig kam das dann erst plötzlich, wo Spotify und so sich überlegt haben, okay, wir schreiben da jetzt mal DB und dahinter TP hin und dann haben wir erstmal alle gesagt, okay. Was heißt ja TP? TP, ne? Ja. Top. Genau. Minus 1 dB, top. Tolle Produktion heißt das. Genau. Also minus 2 dB tolle Produktion. Tolle Produktion. Ja. Und letztendlich hat sich dann irgendwann da mal jemand auch mit beschäftigt mit dem ganzen Thema. Und es macht ja auch total Sinn, das zu machen. Weil warum sollte ich, und das ist jetzt, um auf deine Frage zu antworten, nein, TruePeaks sind nicht schlimm. Aber warum sollte ich denn das Risiko eingehen, dass möglicherweise bei einer Wandlung, und ich meine nicht nur Wandlung im Sinne von digital zu analog, sondern auch, wenn jetzt irgendeiner im Zug von Hamburg nach Flensburg, ne, hier, wir haben ja hier fast schon aus Norddeutschland, aus ganz Deutschland. So, da gibt es einen Abschnitt, da ist ganz beschissenes Internet. Jetzt sitzt da einer mit seinem Handy und streamt gerade auf Spotify irgendwie den neuen Hit von Jonas Wagner, Sommersonnenfänger. Sommernachtstraumrattenfänger, genau. So, Aus Hameln. streamt den jetzt gerade und der wird in der schlechtest möglichen Qualität wiedergegeben. Das heißt, ich weiß es nicht genau, nagelt mich da jetzt auch noch nicht drauf. 32 Kilobit. Aber ich glaube, es sind mittlerweile nicht mehr 96, sondern 128 Kilobits per Second. Das ist, glaube ich, die schlechtest mögliche Qualität. Warum soll ich denn in Kauf nehmen, dass da jetzt einer mit sehr schlechten Kopfhörern irgendwie sowieso vielleicht schon nicht so toll wahrgenommene Musik hat? Warum soll das denn dann da übersteuern? Möglicherweise auch hörbar übersteuern. Warum muss ich das Risiko eingehen? Ich kann nur einfach sagen, hau mir bitte die TruePeaks bis zu einem, welchen Grad auch immer, ob das jetzt der eine sagt, das muss minus 1 sein und so, da will ich jetzt gar keine Bibel hier schreiben für euch oder aussprechen, da muss jeder selber wissen. Aber die Realität zeigt, es ist eigentlich völlig egal, weil mindestens mal, würde ich sagen, 75%, ich meine, könnt ihr ja mal gerne nachgucken, die gerne jetzt den wissenschaftlichen Beleg haben wollen, müsst ihr euch mal reinklicken auf die Streaming-Plattform und müsst mal die Top 50 Single-Charts mal durchklicken. Ich würde wetten, von den Top 50 bist du bei 30, 35 mit Sicherheit, also mit absoluter Sicherheit, die TruePeaks oder zumindest keinen negativen TruePeak-Wert haben, also 0 oder
höher. Ja, teilweise ja deutlich höher. Ne? Also auch wirklich, mal gerne 2, 3, 4. Ich wollte gerade sagen, um die Frage dann zu beantworten, wie kriegen die ihre Mucke so laut? Die scheißen auf den TruePeak und hauen das einfach so weit in den Limiter rein, bis es irgendwie kaputt klingt. Ja, aber auch da muss man jetzt ja nach der Logik, die ich ja gerade gesagt habe, mit dem Oversampling und so, muss man ja einfach nur sagen, es sind ja, der Limiter arbeitet weniger, ja, weil er ja gewisse Pegelspitzen nicht erkennen kann. Okay. Weil für den gibt's die ja nicht. Wenn du auf der Sample-basierten Ebene bist, ja, ne, nochmal 48.000 Dinger mal 8 da. Oder mehr. So. Nee, wir reden ohne Oversampling. Ohne, ne? Over, ja. Weil wir sagen ja, wir haben kein Oversampling, wir haben kein TruePeak Limiting. Ja. Ne? Dann erkennt er natürlich gewisse Pegelspitzen einfach nicht, weil die ja zwischen zwei Samples liegen. Ja. Das heißt, dieser Transient geht durch, unerkannt. Ja. Wie früher Schmidtchen Schleicher. So, ne? Wer auch immer Schmidtchen Schleicher ist. Kennst du nicht Schmidtchen Schleicher? Natürlich Schmidtchen Schleicher. natürlich Schmidtchen Schleicher. Der geht halt unbemerkt durch und dein normaler Limiter und deine DAW sagt, ja, ist alles gut. Ja. Da ist keiner durchgegangen. Ja. Ne, das ist ja nicht iRing Alarmsystem, ne, sondern das ist wie keine früher. Keine rote Lampe an, ja. Das ist wie früher, da, genau, da ist ja nichts ausgelöst worden. So. Aber dann im Umkehrschluss eben in die TruePeak, nach allen möglichen Wandlungen, wie auch immer, wie du das dann messen möchtest, der sagt dann plötzlich 3 dB. Ne? Das heißt, der Limiter hat schon gearbeitet alles und hat gut, natürlich schon bis minus 0,1 oder was Sample Peak gelimited, alles weggeschnitten, ne? Aber hat eben diese 3 dB True Peaks, die sich eben dann zwischen zwei vorhandenen Samples als Pegelspitze abgespielt haben, durchgelassen. Und ich denke immer, warum? Warum muss ich das, also warum sollte ich das machen? Also das ist ja so wie, ja, keine Ahnung, das macht deinem Auto jetzt nichts, wenn du damit dreimal langsam gegen eine Wand fährst. Nee? Nee, aber machst du das deswegen jetzt? Also nur weil es jetzt möglich ist, irgendwie, würde ich das ja nicht machen, ne? Okay. Und es ist jetzt ja nicht so, wir reden jetzt ja nicht darüber, dass du da jetzt 25.000 Euro investieren musst, um das zu beheben oder um das nicht zu machen, genau, sondern du musst nur den Knopf anmachen. Ja, genau. Also das ist das Einzige. Okay. Und ich schätze mal, ich kann jetzt nur für Studio One sprechen. Ja. Der Studio One interne Limiter hat mittlerweile einen TruePeak oder Intersample Peak. Der Loudmax, über den wir auch schon gesprochen haben, kostenloser Limiter, hat einen Intersample Peak. Der Logic Limiter hat es auch drin. Logic, Fabfilter, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwo auf der Welt jemanden gibt, der sagt, ich habe keinen Zugang zu einem Intersample-Peak oder TruePeak. Vielleicht sollten wir mal jemanden fragen, der das regelmäßig diese Barriere durchbricht und ist einfach ganz, ganz bewusst. Vielleicht finden wir ja einen irgendwo. Aber ich denke, wir können das Nerd-Thema an dieser Stelle auch ein bisschen abstellen. Ich wollte ja nur noch mal ketzerisch reinfragen, was da tatsächlich passiert. Aber das ist ja auch das Schöne. Du weißt ja, wie du mich catchen kannst. Ja, natürlich weiß ich, wie ich dich kriege. Ich musste nur so ein bisschen an der Oberfläche knibbeln und schon läuft er los. Das ist, weißt du, das ist so wie beim Schlagzeugspielen. Die vierte, das sind die Sample Peaks und die achte, die man dann gleich laut spielen muss, das sind dann die Intersample Peaks. Weißt du, was das Schlimmste ist, dass du Schmidtchen Schleicher nicht kennst? Ja, ich glaube, da müssen wir nochmal... Es gab ein Lied, das hieß, oh, Schmidtchen Schleicher mit den elastischen Beinen. Also kennen hier anscheinend noch mehr. Ja, das kennen noch einige hier. Also Schmidtchen Schleicher mit den elastischen Beinen. Das war, glaube ich, noch ein Holländer, der das gesungen hat. Was nicht, vielleicht sogar Rudi Carrell, könnte sogar gewesen sein. Bitte? Nico Haag. Nico Haag. Ist so gut, dass wir Publikum haben, deswegen können wir es tatsächlich. Also Nico Haag hat Schmidtchen Schleicher mit den elastischen Beinen gesungen. Wie viele Allgemeinwissen-Fragen, die wir uns immer wieder im Podcast stellen, wir möglicherweise schon beantwortet hätten, wenn wir immer vor Publikum aufnehmen. Ja, dann machen wir das in zwei Folgen machen wir das dann wieder vor genau. Publikum, weil das müsste in dann die Hamburg, Oktoberfolge sein. Genau. Hamburg, meine Perle, ne? Genau. Und das bringt mich auch zum Ende dieser Podcast-Folge tatsächlich. Hamburg finde ich auch eigentlich schön, weil man sagt ja so einen Spruch, in Hamburg sagt man Tschüss. Wir kürzen uns aber noch ein bisschen ab, weil du musst ja noch mal kurz mich antriggern. Los, knibbel mal an meiner Oberfläche. Los, ja, fordere mich heraus, bitte. Aber haben wir da schon richtig Werbung gemacht jetzt auch? Achso, wir machen noch Werbung für Hamburg, genau. Dann Hamburg, mach das doch mal. 19. Wir haben ja ganz am Anfang schon mal erzählt. Ja, aber das haben die Leute jetzt ja schon wieder vergessen, ist ja eine Stunde her. Genau, und die anderen sind eingeschlafen, deswegen erzählen wir es nochmal. Hallo! Genau, wach werden, wichtiger Werbehinweis. Genau, wichtiger Werbehinweis. In eigener Sache. Wir sind 19. Oktober, Donnerstag, ich glaube 14 Uhr, 14.30 Uhr werden wir in der Creators Lounge, glaube ich. So ist es, ja. Auf der Studioszene einen Live-Podcast, also vor Publikum aufzeichnen. Wenn ihr da dabei sein wollt, solltet ihr euch auf jeden Fall
ein Ticket besorgen für dieses Event, natürlich auch noch wegen ganz vielen anderen Sachen. Also da sind wirklich absolut tolle, gibt's vielleicht ganz viele tolle Gäste, ne? Veranstaltungen und so weiter. Kann man sich auch Tickets für weitere Masterclasses mit Warren Tua zum Beispiel holen oder mit jeden Mengen anderen Produzenten auf jeden Fall. Markus, auch. Bertram ist auch da. Genau, zum Thema Raumakustik und Links dazu unten wieder in der Videobeschreibung oder in den Shownotes. Genau, da sehen wir uns am 19. Oktober. Vorher sehen wir uns noch einmal. Dann remote, weil da bist du wieder in Griechenland. Da bin ich, glaube ich, in Griechenland, ja. Oder wir haben es schon aufgesagt. Ich werde dich überraschen. Vielleicht bin ich ja dann schon wieder Vielleicht kriege ich dann beim nächsten Mal wieder irgendwie was Leckeres, was nicht aus Tomaten besteht. Das ich wollte gerade getrocknete Tomaten. Vielleicht irgendwie so ein Kanister Olivenöl. Ich kann mal gucken, weil als ich das letzte Mal da war, waren die Feigen noch nicht reif. Vielleicht kann ich dir frische Feigen mitbringen. Oder ein Kanister Olivenöl. Ja, weil der hier nicht mehr zu bezahlen ist. So. Aber wir wollen diese Folge natürlich schließen, wie immer, ich habe das ja für die, die jetzt länger nicht eingeschaltet haben, ich konnte das ja abgeben, diese Endrubrik, die mir gar nicht gelegen hat. Wir schließen, warum? Wenn unser lieber Freund Jonas Wagner beim nächsten Mal auch wieder... Versuch's nochmal, schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein, wenn unser lieber Freund Jonas Wagner sagt... Fertig ist nicht fertig, wenn ich sag, fertig ist fertig... Jetzt habe ich es versaut. Fertig ist nicht fertig, wenn du sagst fertig. Fertig ist fertig, wenn ich sag fertig. Und? Fertig. Jassas, lasst euch gut gehen.